Iris Klein schießt gegen finale Dschungelkonkurrenz. Iris Klein, 55, macht das wohl richtig sauer. Ihr Schwiegersohn Lukas Cordalis, 55, steht wegen der zahlreichen Zuschaueranrufe im Finale. Trotzdem ist die Meinung über ihn recht zwiegespalten. Der Grund: seit einem Streit mit Gigi, 23, und Papi Slovedai, 46, steht er nicht im besten Lichter. Zudem betitelte er Jamila Robe, 55, als Heimkind, das seinen Wunsch, in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis, römisches Kreuz, 75, zu treten, nicht nachvollziehen kann. Nun kämpft Lukas gegen Gigi und Jamila um die Krone, was Iris offenbar so gar nicht passt. Die 55-Jährige postete in ihrer Instagram-Story Screenshots von Chats mit ihren Fans, die offenbar ihre eigene Meinung widerspiegeln. So hieß es in einer Nachricht einer Nutzerin: Was macht so ein krankes Arschloch wie Gigi im Finale? Und auch Jamila ist eine falsche Schlange. Und auch die Stunde danach: Jeden Tag labern die so einen Scheiß über Lukas. Dem stimmte Iris zu und merkte an: Boah, bin ich froh, dass heute der Dschungel vorbei ist. Punkt. Es ist schade, dass Lukas sehr wenig gezeigt und oft nicht verstanden wurde. Anführungszeichen. Laut den Fans habe Lukas es nicht böse gemeint, als er Jamila als Heimkind bezeichnet hatte. So ließ sich eine Followerin darüber aus, dass alles, was der Sänger sage, ins Negative gezogen werde, schließlich habe er nur von den harten Fakten gesprochen. Lukas hat nur erklärt, warum Jamila es nicht verstehen kann. Sowas meint er niemals negativ, sondern eher traurig, bestätigte Iris die Denkweise der Fans. Il beton dopo care lo intin, scelte vine Tarentin, cascia il beton, underground, no, șapte am dat tonu, dar nu ca Vodafone, și acum rapu e moda, oh nu, așa e, și zici că stom fort, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor, la zero grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia treabă ca...